Hey, Johannes hier von NewGadgets.de und hier bin ich auf dem Acer Produktlaunchevent mit dem neuen Acer Switch Alpha 12, das hier vorgestellt wurde. Und das ist ein sehr interessantes Gerät. Wir haben hier einmal ein Tablet mit der Keyboard Dock. Es ist also ein Two-in-One, aber die Sache ist, es ist wirklich sehr leistungsstark, was mir persönlich immer ganz gut gefällt. Denn dann haben wir auch wirklich einen Notebook-Ersatz vor uns. Und entfernen wir das Ganze mal von der Keyboard Dock. Ihr seht, die Keyboard Dock ist schon recht dünn. Wir haben hier trotzdem Chiclet-Style-Tastatur, eine vollwertige, und hier ein Touchpad mit integrierten Maustasten. Gucken wir uns das Tablet mal ein bisschen genauer an. Wie der Name schon verrät, haben wir hier 12 Zoll. Das ist ein IPS-Panel im Seitenformat 3:2 und bietet eine QHD-Auflösung. Das sind also 2160x1440 Pixel. Und natürlich 10 Finger Multitouch. Und über dem Display haben wir hier die Webcam. Und wie bereits angesprochen, haben wir hier eine Menge Leistung, denn wir können das Gerät mit einem Intel Core i7, i5 oder i3U bestücken. Der ist von der 6. Generation, leistungsstark. Bis zu 8 GB Arbeitsspeicher können wir hier reinpacken. Als Grafikeinheit haben wir hier ein Intel HD Grafik 520. Haben also hier auch die Möglichkeit, bei Bedarf auch mal ein Spielchen zu spielen. Und wir können bis zu 512 GB als SSD hier wählen. Also haben hier wirklich alles, was man unterwegs benötigt, um sein Notebook auch mal zu Hause zu lassen. Die Tastaturdock dient auch als Displaycover, damit das nicht zerkratzt während des Transports. Und das Schöne ist, wir haben hier hinten auch noch einen Kickstand, der das Gerät sicher und hier stabil, wie ihr sehen könnt, aufstellt. Wie ihr sehen könnt, können wir das wirklich sehr individuell aufstellen, je nachdem, wie wir es hier haben möchten. Gehen wir mal kurz um das Tablet herum. Da haben wir hier auf der rechten Seite einmal einen Kopfhöreranschluss, USB 3.0, USB 3.1 mit Type-C. Dann hier nochmal den DC-In und hinter dem Kickstand haben wir hier auch noch einen Micro-SD-Kartenleser, um den Speicher zu erweitern. Und dann hier auf der linken Seite einmal den Power-Button, die Lautstärketaste und last but not least die Windows-Taste, um hier natürlich auch immer das Menü aufzurufen oder wieder zurück zum Desktop zu kommen. Also ein wirklich schön interessantes Gerät. Was mir natürlich sehr gut gefällt, ist die Verarbeitung, denn wir haben hier ein Aluminiumgehäuse. Sieht sehr schön aus und dient natürlich auch zur Kühlung, denn es ist kein Lüfter verbaut. Acer setzt hier auf seinen neuen Fanless Acer Liquid Loop Cooling System. Das Tablet ist also flüssigkeitsgekühlt. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch hier nochmal. Ihr seht auch hier hinten auf der Rückseite die Kamera, die ermöglicht euch Weitwinkelaufnahmen und Videos bis zu Full HD. Hier seht ihr auch nochmal, der Kickstand selber ist gummiert, also ist schön auf allen Flächen, hat also schön auf allen Flächen Grip. Und generell macht das Tablet hier einen richtig guten Eindruck, richtig hochwertig und zusammen hier mit dieser Keyboard Dock, wie gesagt, auch nochmal richtig schöner Notebook-Ersatz. Es wird ab Juni in Deutschland verfügbar sein und das ab einem Preis ab 799 Euro. Natürlich je nach Konfiguration, da wird es sicherlich einige Konfigurationen in Deutschland geben. Und falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Gerät habt, dann stellt sie einfach unten in die Kommentare und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.